Hallo, ich habe mich eben mit meinen Inside-Statistiken beschäftigt und habe dann festgestellt, dass das Video zu Bernd Senf eins von den meistgeschautesten in letzter Woche war. Ja, und dann habe ich das Video halt mir nochmal angeguckt und habe auch nochmal den Link geklickt, wo das hinführt. Also worauf es die Videoantwort war, und dann habe ich gesehen, dass das gesperrt war, und zwar weil es den Nutzungsbedingungen von YouTube nicht entspricht oder den Richtlinien. Habe ich mich gewundert. Wisst ihr zufällig, warum das gegen die Richtlinien verstoßen hat? Ich fand das Video im Grunde einfach nur ja, ein bisschen informativ und natürlich auch sicherlich ein bisschen subjektiv von Professor Bernd Senf, aber selbst wenn, es war insgesamt eher ein informatives Video und ich kann nicht so ganz verstehen, warum das Video rausgenommen wurde. Habt ihr vielleicht eine Ahnung, wie das funktioniert? Es hört sich ja schon fast so an, als wenn unsere Regierung oder so die Finger dazwischen hätte und dafür sorgen würde, dass hier Videos mit unliebsamen Meinungen verschwinden. Das finde ich eigentlich sehr bedenklich. Ich war wirklich ein bisschen schockiert, auch wenn man mir das jetzt vielleicht nicht ansieht, aber ich dachte so, wo? Was ist jetzt denn los? Ja, okay, dann wünsche ich euch trotzdem noch einen schönen Tag. Ja, und ein schönes Wochenende. Tschüss, euer Adrian.